Ich glaube, wichtig ist erstmal, dass sehr viel Ruhe einkehrt, dass man wirklich konstruktiv in Ruhe erarbeiten kann, also sich wieder Ziele erarbeiten kann und nicht immer wieder davon spricht, wie war das vor 10 Jahren, vor 5 Jahren, vor 8 Jahren, als man noch Champions League gespielt hat, als man auch mal deutscher Meister wurde, sondern dass man den Iststand einfach akzeptiert, wie er so ist jetzt, und dass man da versucht, jetzt konstruktiv mit kleinen Schritten wieder sich herauszuarbeiten und dann auch in mittlerer Zukunft dann auch wieder bessere Zeiten zu sehen. Der VfB hat ein super Publikum, super Zuschauer, man ist, hat ein super Stadion, ein Umfeld, wo sehr, sehr toll ist, wo viel Unterstützung da ist, und von daher liegt es eigentlich nur an den Verantwortlichen, da auch wirklich jetzt richtig zu entscheiden, und dann ist der VfB, glaube ich, auch auf dem richtigen Weg wieder zu besseren Zeiten. Von außen kannst du 100 Sachen sagen. Ich denke, die intern, die wissen, was sie machen müssen. Sie wissen auch, was getan werden muss, weil Stuttgart gehört in die Bundesliga, und es ist auch von den Fans her, denke ich, muss da was noch gemacht werden. Aber wie gesagt, ich bin außenstehend. In Bundesliga ist das Schöne, du hast 18 Teams und außer Bayern hast du alles gleichwertig. Und kann jeder schlagen. Und das ist auch das Interessante, was die Bundesliga ausmacht. Und darum denke ich, dass Stuttgart sicher da unten rauskommt. Aber wie gesagt, alles ist offen.